Wirken können in zwei wesentliche Wirkungsweisen unterschieden werden. Erstens die Störung der Blutzufuhr durch Druck auf die Halsschlagader, was nach ca. 8 bis 14 Sekunden zu einer Bewusstlosigkeit führen kann. Zweitens, der Druck auf die Halsvorderseite löst einen reflektorischen Angstzustand aus. Die weit verbreitete Meinung, hierbei die Luftzufuhr abzuschnüren, trifft nicht zu. Tori zieht Ukes Revers straff nach oben. Mit der anderen Hand gleitet er am Revers zur rechten Halsseite. Danach greift Tori Ukes linkes Revers. Anschließend setzt er sich ab und zieht die Schlinge zu. Beim Würgen ist darauf zu achten, dass das linke Handgelenk nicht abgeknickt wird. Uke bewegt sich nach vorn. Tori weicht zur Seite aus und greift mit der linken Hand Ukes Revers möglichst in Brusthöhe. Gleichzeitig legt er seinen rechten Unterarm auf die andere Halsseite und zieht die so entstandene Schlinge zu. Tori gleitet mit beiden Händen an Ukes Revers möglichst weit an dessen Halsseiten. Die Finger greifen nach innen. Anschließend wird Ukes Revers mit beiden Händen so zusammengezogen, dass Toris Hände auf die Vorderseite des Halses drücken. Der Druck auf die Halsschlagadern führt zu einer Blutwürge.